Oder man spürt sogar etwas, aber man spricht es nicht aus. Oder man sieht nur seine Sicht und ist nicht offen für die Sicht oder die Bedürfnisse des anderen. Und in der wertschätzenden, konstruktiven Kommunikation, wo man sich herantasten darf oder sich auch Unterstützung holen darf, versteht man sich plötzlich, und davor war es nur, du bist falsch, ich bin richtig oder umgekehrt oder du bist schuld oder das funktioniert nicht. Und so kann man zusammenwachsen, indem man kommuniziert. Ja, ganz genau. Und wirklich auch, ich finde es wichtig, dass man auch seine Sicht einbringt oder sagt, du, ich möchte das so oder meine Idee wäre so in der Beziehung. Und was sagst du dazu? Oder was sind deine Bedürfnisse, deine Ideen? Und dann